Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von 10 gegen Willi. Mit dabei heute natürlich alle aus dem Team Beatsmeet, Sebastian, Peter, Dennis, Jay und ich darf heute mal moderieren. Haben mir diverse Begriffe überlegt und pro Runde wird sich jemand zu den Begriffen 10 andere Begriffe äußern und die anderen müssen dann erraten, was das sein könnte. Kriegen dann Punkte dafür. Und derjenige, der sich die Begriffe ausgedacht hat, bekommt die beste Punktzahl aus dieser Runde natürlich ebenfalls gut geschrieben. Und am Ende wird es eine Finalrunde geben, wo wir dann alle nochmal nachher zu kommen. Ich fange heute mal an mit Sebastian. Ja, geil. Und der Rest. Dann gehe ich mal in einen anderen Raum, wa? Bis vorne. Rein. Ja. Ihr könnt 10 gegen Willi spielen, gegenseitig. Okay, also. Du brauchst 10 Begriffe zum Thema Lego. Oh. Oh. Oh, shit. Da gibt's ja viel. Oh, Lego. Lego ist gut, aber da fällt mir auf Anhieb ein Star Wars, Harry Potter. Soll ich das schon mal? Ich schreibe einfach erstmal mit, ja, ne? Schreib mal mit. Wir brauchen ja 10 Begriffe, das sind ja schon nicht so wenig. Ja. Lego, Harry Potter, Star Wars. Wenn ich jetzt bauen und zusammenbauen, ist das dasselbe oder ist bauen was anderes? Aber ich meine, bauen und zusammenbauen ist ja im Endeffekt das gleiche, weißt du, so. Eigentlich schon, ne? Dann würde ich bauen nehmen. Ja. Also ich würde da, glaube ich, auch zusammenbauen zählen lassen. Steine? Oder Stein? Stein oder Stein? Nee, ja, zählt ja auch beides. Ja. Aus Stein. Also Lego, okay. Stein, jetzt die Frage, ob sie wissen, dass es aus Dänemark kommt, aber ich glaube nicht unbedingt. Ich glaube, das ist nicht so das, was man damit Lego verbindet. Aber, ja. Ist denn, warte mal, ich weiß gar nicht. Ist das auch, nee, das ist doch hier in Deutschland. Das Lego, also es gibt ein Legoland auch in Deutschland. Ja, eben. In Dänemark gibt es das dann auch wahrscheinlich. Ja, da gab es das als allererstes. Also das erste wahrscheinlich geben, logischerweise, aber. Ach, krass. Da wollte ich als Kind, habe ich davon geträumt, da mal hinzukommen. Das war ein großer Reisetraum von mir als Kind. Bist du mal da gewesen? Nee, leider nicht. Also ich auch nicht. Aber vielleicht fährt man da irgendwann mal hin, wenn die ganze Chose hier Corona vorbei ist. Ja. Dann brauchen wir noch ein paar Sachen. Was ist? Technik? Lego Technik? Ja. Stimmt. Wo schreibe ich denn hier gerade? Wir haben jetzt 6. Technik. Wir haben Star Wars, Harry Potter, Bauen, Steine und Technik. Das sind 5. 5. Was gibt es denn noch so für große Brands von Lego? Also, ich kenne halt immer noch diesen Burgenkram, Lego City, also alles Mögliche, also die Collectibles, also die Autos. Oh, es gibt dann noch diese Wahrzeichen, aber das hat, glaube ich, nur Peter. Du meinst hier sowas wie ein Eiffelturm und sowas? Ja, genau. Wolltest du Legoland jetzt mit reinnehmen oder nicht? Noch nicht. Okay. Wobei, nimm mal rein, das können wir immer noch streichen. Okay, schreibe ich mal ganz unten. Ja. Vielleicht noch sowas, Geburtstag oder Weihnachten irgendwie, dass man sieht, das Geschenk oder Geschenk, ja, Geschenk vielleicht. Ja, mittlerweile gibt es ja alles aus Lego. Es gab die Simpsons, und hier Overwatch ist ja mittlerweile auch Lego. Es gibt selbst von Friends ein Lego. Stimmt, also. das, ja. Auch gesehen. Anleitung. Bauanleitung. Anleitung, ja. Stimmt. Also was hast du? Du hast die Anleitung, die Steine. Ja, dann wart. Wir haben Star Wars, Harry Potter, Bauen, Steine, Technik, Geschenk, Anleitung, /Bauanleitung und in Klammern noch Legoland. Du brauchst noch 2 beziehungsweise 3. Ach krass, ey. Ja, dann nehmen wir mal Dänemark. Dänemark. Und
So. Ritter, ja, das ist das Ding, ob die so auf Ritter und Western und sowas das kommen. Nicht zeigen. Das nicht zeigen. Das war mein E-Mail-Posteingang. Ups. Lieber nicht. Sammeln vielleicht noch? Sammeln? Sammeln? Lego sammeln? Ja. 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 Sammeln. Sammler. Ja, sowas, ja. Doch, gehen wir sammeln. Sammeln. Oder also nimm mal lieber Steine Sammler. Lasse ich auch bauen. Also Steine, Bausteine. Ja. Das ist ja. Ich weiß nur nicht, ob ich zum Beispiel Bricks zählen lassen würde, weil Bricks ja eine eigene Marke ist, diese Konkurrenzmarke. Das wäre dann was anderes, ja. Zu Lego ist. Und ich glaube, da wird auch der Held der Steine immer regelmäßig für verklagt, wenn er so. Ja, ich glaube auch. Dann nimm mal Sammler statt Sammeln und dann, ja. Sammler. Also, dann hätten wir aktuell Star Wars, Harry Potter, Bauen oder zusammenbauen oder sowas, Steine oder Bausteine, Technik, Geschenk, Anleitung oder Bauanleitung, Dänemark, Sammler und Legoland. Ja, finde ich gut. Okay. Dann müssen wir nur mal fragen, wie lange hatte man denn nochmal Zeit? War das... Minute oder 45 Sekunden, irgendwie so. War das 45 Sekunden? Oh, scheiße. Müssen wir eben in die Folge reingucken. Aber warte mal, steht das nicht bei uns in den... Ich gucke auch mal gerade in den Regeln. Wir haben doch ein Regelwerk. Die Shows regeln. 10 gegen Willi. 45 Sekunden Zeit für die Begriffe. Guck mal an. Ah. Machen wir das mal zu. Und der erste ist heute Peter. Peter ist doch... Peter ist Lego Meister. Peter ist doch Lego Main. Nehmen wir schon mal den Timer. 45 Sekunden. Und dann holen wir mal Peter. Wo ist er denn? Da. Peter! Oh, hallihallo. Hallo. Hallihallo. Also, du hast jetzt 45 Sekunden Zeit, Begriffe rauszuballern, die ich großzügig werten werde. Und dir und Sepp eventuell ein paar Punkte zuzuspielen. Mhm. Und deine 45 Sekunden laufen, sobald ich den gesagt habe. Und dein Begriff, oder der Begriff von Sepp, war Lego. Lego Star Wars, Lego Indiana Jones, Lego Steine, Lego Blöcke, Lego Karton oder Karton halt, Verpackung, Farbe, Technik, Lego Dänemark, teuer, was gibt's denn noch für geile Marken? Transformers, Disney, Star Wars hatte ich schon, das ist das Einzige, was ich benutze. Lego, Death Star, hier Todesstern. Lego kaufen. Legoland. Ist oh vielleicht. Ach, Alter, wie schnell sind denn 45 Sekunden? Das war schnell, ja. Also ich gehe mal so wie Jay davon aus, wenn jemand ein Wort sagt, also anfängt zu sagen und ist noch, ne, der Anfang ist noch innerhalb der Zeit, dann nehme ich das noch mit rein. Okay. Weil wir sind ja heute ist die Gönnerrunde. Also bei Peter und dreht sich auf jeden Fall das Universum um den Todesstern bei Lego. Ja, manchmal ist es bei Begriffen aber auch so, wenn du irgendwie in eine bestimmte Richtung gehst, ist das unglaublich schwer, da wieder wegzukommen, weil man sich so fokussiert auf. Das hatte ich tatsächlich. Ich kenne Lego Star Wars und ansonsten habe ich nicht mehr viel von Lego. Deswegen weiß ich gar nicht, was die sonst noch alles haben, ist das Problem. Gucken wir mal, wie das. Warte mal eben. Muss man eben mal testen, ob das funktioniert. Doch, das funktioniert. Okay, nice, ich bin zufrieden. Ob Peter auch zufrieden ist, das klären wir nachher. Und Sepp auch zufrieden ist, klären wir natürlich auch nachher. Als nächstes kommt Dennis. Da ist er, Bram. Aloha. Hallo. Aloha. Auch du hast 45 Sekunden Zeit, dir lustige Sachen, also nee, lustig nicht, aber die Sachen auszudenken zu Sepps Begriff. Okay. Die Zeit läuft, sobald ich den Begriff nenne. Und auch für dich zur Info, sollte irgendwie ein Begriff, weißt du, das Wort angefangen sein und dann fängt es an zu piepen, dann zählt das noch mit rein, weil der Anfang war halt innerhalb der Zeit. Okay. Aber ich glaube, das wird bei dir nicht das Problem. Gut, also, Selbstbegriff war Lego.
Ja, dann nehmen wir Lego, Playmobil, Duplo, Bausteine, Noppen, Held der Steine, Spielzeug, Weihnachten, Ostern, Geburtstag, Geburtstagsgeschenk, Weihnachtsgeschenk, Ostergeschenk, Namenstaggeschenk, Namenstag, Spielzeug, Todesstern, Star Wars, Millennium Falke, eine Rakete, ein Feuerwehrauto, eine Polizeistation, Gärtnerei, was gibt's noch? Ein Schiff, eine Eisenbahn, Lego-Eisenbahn, Mini-Welten, Harry Potter, Herr der Ringe, okay, so in die Richtung. Teuer, hochpreisig, günstig, billig, cheap, was gibt's noch? Spielzeug. Okay. Wie bist denn du von teuer auf billig gekommen direkt? Keine Ahnung, ich dachte, das sind einfach alle Begriffe, die mit so thematisch raushauen, weißt du? So teuer, billig, cheap, günstig, so, hä? Ne, cool. War ganz gut. Trotzdem. Ja, dann last but not least natürlich Jonathan. Hallo. Du kennst die Regeln besser als ich, ne? Du hast natürlich auch 45 Sekunden Zeit. Zeit läuft, sobald ich den Begriff nenne. Allerdings muss ich dir sagen, weißt du, wenn du noch ein Wort anfängst und dann pieptet, dann kommt das Wort noch mit rein. Mhm. So? Gut, also. Selbstbegriff war Lego. Plastik, Klötzchen, Duplo, Playmobil, Technik, Family, Simpsons, Todesstern, Sternzerstörer, Star Wars. Was gibt es noch? Harry Potter Schloss, was hat denn der noch alles? Dänemark, Legoland, Land, Freizeitpark, Vergnügungspark, Park, Plastik, was habe ich denn noch? Dänemark, Kopenhagen, Spiel, Kindheit, Kinder, Klötzchen, Klotz. Oh. Das war anscheinend ganz schön schwer. Ja, war es aber auch. Es war nicht so einfach. Aber hat sich nochmal ein bisschen gefangen. Also. Sebastian. Mhm. Hatte 10 Begriffe. Der erste Begriff war Star Wars. Oh lol, da habe ich bei Peter das falsche Kreuz gesetzt. Aber Star Wars haben alle gesagt. Ja. Star Wars war easy peasy. Sozusagen. Da habe ich richtig gezählt. Ja, habe ich. Der zweite Begriff von Sepp. Nach Star Wars kommt natürlich Herr der Ringe, sondern Harry Potter. Und Harry Potter hatten Dennis und Jonathan. Der dritte Begriff, da waren wir ein bisschen, war bauen. Da hätte ich auch zusammenbauen genommen. Hat aber keiner gesagt. Begriff Nummer 4 waren Steine, Bausteine. Dann haben Peter und Dennis gesagt, bei Jay waren halt die Klötzchen und so. Ja. Oder Bricks. Die habe ich jetzt nicht zählen lassen, weil dann bist du wieder beim Konkurrenzprodukt, ja, nee, verklagt werden. Aber Peter und Dennis gesagt. Fünfter Begriff war Technik. Haben Peter und Jonathan gesagt. Begriff Nummer 6 war Geschenk. Da war Dennis gesagt. Der war direkt bei Weihnachtsgeschenk. Er hat alle Geschenke aufgezählt. Geburtstagsgeschenk. Freundschaftsgeschenk. Jahresgeschenk. Bei Bram gibt es immer was geschenkt. Das ist schön. Der gönnt auch. Der siebte Begriff war Anleitung oder Bauanleitung. Ach, der Scheiße. War bei keinem dabei. Begriff Nummer 8 allerdings war Dänemark. Da war Sepp sich ein bisschen unsicher erst, ob die Leute wissen, woher kommt. Klar. Aber Dänemark hatten Peter und Jonathan. Begriff Nummer 9 war Sammler oder Sammeln. Das habe ich von keinem gehört. Aber in Dänemark ist auch das erste Legoland gewesen und das hat Peter so gerade noch rausgedrückt und Jay hat es auch gesagt. Und die Punkteverteilung ist dementsprechend relativ nah beieinander. Also Peter 5 Pünktchen, Dennis 4 Punkte und Jonathan 5 Punkte, was dann Sebastian, also ich weiß nicht, ob du Peters oder Jays nimmst. Für Lego voll okay. Auch 5 Punkte gibt. Ja, nice. Und dementsprechend gehen wir halt mit 5, 5, 5, 4. Punkten hier raus. Nase. Genau. Und kommen wir zum nächsten Begriff und zum nächsten Kandidaten und das ist Peter. Okay. Bis gleich. Dann tschüss. Kann schon mal lachen.
So. Okay, Christian, wozu darf ich mir denn was aussuchen? Du darfst dir was aussuchen, wo du schon mal, also da bist du voll drin, weil du wirklich drin bist. Und da hast du schon mal mitgemacht. Und dein Begriff ist South Park. Oh. Tja. Okay. Ne, wir nehmen auf jeden Fall Cartman. Wir nehmen auf jeden Fall Wir nehmen auf jeden Fall Kenny. Kenny. So. Wir nehmen Serie. Serie. Welche Figuren? Konzentriere ich mich auf Figuren? Das ist natürlich dann immer so ein bisschen... Also die Hauptfiguren, ne, sind natürlich Cartman, Kenny, Kyle. Kyle, Broflovski, Butters. Kyle und Butters nehmen wir noch. Kyle nehmen wir noch, Butters. Butters ist der Beste. Butters ist halt echt schon ziemlich Randy. Gut. Also Randy ja, Marsch, so langsam wird es schon ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, Randy ist halt von vielen so ein Favorite Character, ne? Weil, also gerade so in den letzten Staffeln mit seinem Marihuana-Anpflanzerei ist er schon ein bisschen mehr. Also, der ist eigentlich immer abgedreht. Aber naja. Ich überlege gerade noch was zum Gaming zu machen. Sowas wie das Stick of Truth, aber das ist schon echt gefährlich. Boah, das ist schon. Also. Das habe ich ja mit Bram. Wie heißt denn die vierte Hauptfigur? Ich komme überhaupt nicht drauf. Wir haben Cartman, Kenny, Kyle. Die vierte Person fehlt. Stan. Oh, ich weiß nicht, ob ich Stan nehmen will, wenn uns beide schon Stan nicht direkt eingefallen ist. Sollten wir vielleicht nicht Stan nehmen. Ich will nicht den Chefkoch zu nehmen. Einfach Chefkoch, aber ich bin mir nicht sicher. Das ist halt der alte Teil. Der wurde dann ja irgendwann rausgeworfen. Ja, irgendwann ist er nicht mehr dabei gewesen. Im Kay könnte man halt auch nehmen, zum Beispiel. ja. Ach stimmt, du hast ja auch noch hier Mr. Zylinder und ach, das sind ja tausend Leute. Man könnte auch Tauli nehmen. Tauli. Oder halt sowas wie PewDiePie, Synchronisierung. Wie viel habe ich denn bisher? Du hast bisher Cartman, Kenny, Serie, Kyle und Butters. Das sind fünf. Butters, das sind nur fünf. Also, nehmen wir Comedy. Comedy. Sechs. Die Figuren sind halt meiner Meinung nach am naheliegendsten. Ja, also die werden auch. Also ich denke mal, Cartman wird wahrscheinlich jeder sagen. Ich weiß, ich lehne mich jetzt hier wieder aus dem Fenster, aber. Also würde ich aber auch tippen. Recht hoch. Ich hatte kurz überlegt, aber die wird wahrscheinlich keiner kennen, so Trey Parker und Matt Stone. Ja, ne. Ja. Aber ich glaube halt auch nicht. Ich weiß nicht, Jay und Sepp, wie sehr die da drin sind. Ich glaube nicht, dass die da drauf kommen. Auf Tauli werden die auch nicht kommen. Das ist halt echt so ein bisschen problematisch gerade. Also wer haben so 45 Sekunden Zeit. Genau, das ist so, wer schießt einem da im Kopf? Also so vielleicht, was ist mit Cartmans Mom? Ja, weiß ich nicht. Wie heißt also die wird ja dann, ja genau, aber wie heißt der Cartmans Mom? Oder Terrence und Philip? Oder das halt, gibt halt so viele Leute, das ist halt schon abgefahren. Also Mr. Hanky. Ja. Der Weihnachtscode. Da ist schon echt schwierig. Da könnte man halt eher noch gucken, dass wir noch Synchronisation mit reinnehmen. Da würde ich dann aber auch Synchronisierung oder so gelten lassen. Also sobald irgendwas mit Synchro kommt, ist das für mich rein. Also ich schreibe einfach mal Synchro auf. Das reicht dann. Boah, ich habe schon echt lang kein South Park mehr gesehen. Habe ich mir auch letztens gedacht und dann habe ich mir die letzten drei Staffeln, ich glaube zwei Staffeln angeguckt. Ratzfatz waren die weg und die waren nur echt lustig. Okay, das ist natürlich geil. Ich nehme noch Kay. Echt? Ja, ich bin mir unsicher. Kay. Wir schreiben mit erstmal auf, dann haben wir schon mal acht. Wie ist denn der nochmal überhaupt, der Schulseelsorger? Ja, Und dann nehmen wir noch Tauli. Mhm. So, wie heißt der afroamerikanische Mitschüler? Wie heißt der denn nochmal? Nicht Timmy. Nicht Timmy. Ah, Timmy ist gut. Wir killen im K und nehmen Timmy und wir nehmen noch Stan. Weil Stan ist einfach eine Hauptfigur. Vielleicht kommen wir darauf.
Ja, komm, wie heißt denn der Reiche noch? Ja. Oder? Es liegt mir auf der Zunge wirklich. Welches Token! Ach, scheiße. Token, stimmt, das ist ja voll. Mr. Logisch. Garrison gibt's natürlich noch. Okay, Wendy. Pass auf, wir haben jetzt. Was haben wir? Mr. Slave, Tweak. Mr. Mackie heißt der übrigens, der. Ja, stimmt. Also, wir haben Cartman, Kenny, Serie, Kyle, Butters, Comedy, Synchro, Timmy und Stan. Hoppala, da habe ich mich verschrieben. Stan. Stand. Ja, okay. Finde ich in Ordnung. Nehmen wir. Okay, da fehlt aber nur einer. Hä? Also einen müsstest du noch nehmen. Okay, wo habe ich? Wolltest nee, du Token den nicht. Reinnehmen? Token wollte ich nicht mit dabei haben. Du hast gesagt, wir killen Kay, nehmen dafür Timmy und Stan. Ja, und jetzt habe ich nur 9? Scheiße. Jetzt fehlt noch einer. Dann nehmen wir noch PewDiePie. Echt? Okay. PewDiePie. Wenn die auf Synchronisation kommen, kommen sie auch da drauf. Ja, die Sachen werden zusammenhängen. Das stimmt. Gute Brücke. Also, dann fasse ich nochmal zusammen. Cartman, Kenny, Serie, Kyle, Butters, Comedy, Synchro oder irgendwie sowas. Timmy, Stan, PewDiePie. Bei Synchro kann man wahrscheinlich auch... Ja, nicht nur Synchronisation, sondern... Ja doch, mir fällt gerade kein anderer Begriff dafür ein. Aber das entscheide ich dann, wenn er fällt. Gut, dann fangen wir mal an und holen zuerst Dennis. Der darf anfangen. Alles gut. Okay, Dennis fängt diesmal bei Peter an. Peter hat natürlich auch wieder 10 Begriffe bekommen. Geht los, sobald ich dir den Begriff sage. Du hast 45 Sekunden Zeit. Bist du ready? Ja. Gut, der Begriff für Peter war South Park. Oh Gott, Kenny, Kyle, Cartman. Scheiße, wer ist der andere? Ich habe so viel South Park geguckt. Kay vielleicht noch. Alter, South Park so lange her. Scheiße. South Park selber. Mr. Hanky. Boah, stehe ich gerade auf dem Schlauch. Fuck. Okay, vielleicht Celebrities. Britney Spears, Will Smith, Bruce Willis, Donald Trump, Mrs. Tenement Chili, Mr. Tenement Schamhaare, boah, was könntest du noch gesagt haben? Token, Timmy, Goebbels. Geh vorbei. Scheiße, Alter. Schamhaare war ja nice. Da stand ich mega auf dem Schlauch. Ich habe so lange kein Passwort mehr geguckt. Wie ist denn der vierte? Aber, ja, das ist lustig. Da haben wir auch erst so, okay, wir haben jetzt die aber wie hieß denn nochmal Stan? Ah ja, genau. Stan, scheiße. Warum vergisst den hier? Ich bin mal gespannt, ob die anderen noch kommen. Okay. Als nächstes nehmen wir Jay mit ins Boot. Der wird jetzt wahrscheinlich völlig verzweifelt. Okay, Jonathan. Hallo. Du bist jetzt die Nummer 2. Und auch du hast natürlich wieder 45 Sekunden Zeit, dich zum folgenden Begriff zu äußern. Die Zeit. Bist du fertig? Wer hatte den Begriff gemacht? Peter. Peter hatte den Begriff South Park. Ach du Scheiße. Kenny, Cartman, boah, Scheiße, wie hießen die denn nochmal? South Park, Mr. Garrison, Mrs. Garrison, Chefkoch, Schnee. Stick of Truth, Butters, Raccoon, The Coon, nicht Raccoon, Mystico, Mysterio, Stick of Truth, scheiße, wie ist denn das andere Teil? Pen and Paper, Pete's Meets, Ubisoft Montreal, Schnee hatte ich schon, South Park, Kinder. Wobei. Ach, fuck, Stan hieß der andere. Hey, der war nicht mehr drin. Nicht. Aber du bist Person Nummer 3, die exakt zu dieser Erkenntnis kommt. Stan und, wie hieß der andere? Ja, gucken wir mal, vielleicht sagt Sepp dir gleich, wie die heißen. Ja. Denn der hoffentlich. Fehlt. Gut. Sebastian. Hallo. Peter hatte den Begriff. Du hast 45 Sekunden auch wieder Zeit. Sobald ich dir den Begriff sage, geht's los. Bist du bereit? Ich wäre bereit, ja.
Alles klar. Peters Begriff war South Park. South Park. Eric, Cartman, Kyle, Kenny, Kenny getötet, Tauli, South Park, die Stadt heißt so, ne? Comic, MTV, Comedy, Serie, Scheiße, wie heißt denn? Der heißt nicht Mr. Anderson, der heißt Fuck, WoW, boah, jetzt hab ich Blackout, fuck. Wie heißen die zwei Eierköpfe? Kanada, Ende. Fuck. Alter. Dieser Begriff war ja mal einfach nur 100% Rip, so der Scheiße. Vielleicht solltest du einfach mal auch nehmen als Wort. Das hilft auch, ey. Ich glaube, das sagt jeder 5000 Mal. Also, das war eigentlich wieder eine knappe Nummer geworden, muss man sagen. Das war ein bisschen her, dass ich es geguckt habe. Nicht nur für dich. Boah, das macht nix. Gucken wir mal. Also, Peter hat sich natürlich gedacht, wer ist denn so dabei? Ne? Cartman, ist jeder drauf gekommen. Kenny hat auch jeder. Serie, hat Sebastian gerade gesagt. Oh. Kyle haben Dennis und Sebastian. Butters hat dafür Jay. Comedy hat Sebastian gerade auch gesagt. Dann war Peter ja dabei, da hätte jetzt Synchronisation, Synchro, alles so in die Richtung hätte ich zählen lassen. Da war aber keiner dabei. Mhm. Dann hat man noch Timmy. Da war Dennis wieder dran. Habe ich Timmy nicht gesagt? What the fuck? Bin ich dumm? Dann hatten wir natürlich, wie hieß denn der vierte? Der hieß Stan. Stan. Den hatte keiner. Und dann hatten wir noch, vielleicht wäre man über die Synchro ja drauf gekommen, PewDiePie. Hm. Den hatte auch keiner, aber es gibt halt eine Menge Charaktere. Man muss sagen, Sepp hat tatsächlich am Ende nochmal ein bisschen was rausgerissen. Der hat 5 Punkte gekriegt. Ich fand mich so kacke. Jay hatte 3, Dennis hatte 4. Peter hat einfach die falschen genannt. Ah, fuck you, Alter. Nee, es war 5 super Punkte schwer. Für Peter. Comedy und war Serie, Jonathan. Darauf bist du nicht gekommen. Sepp, hat, Sepp hatte zwischendurch irgendwie noch Comic, ich bin jedes Computerspiel da quasi durchgegangen. Da hast du nichts von genannt. Also, sobald. Ja, nee, das sind die anderen ja auch nicht. Sobald der Gedanke einmal gefasst ist, bei Dennis war es irgendwann Celebrities, ne, wo dann irgendwie alle Celebrities kamen, die wir nicht drin hatten. Bei Jay waren es die Computerspiele. War halt nicht drin, aber hey. Immer noch relativ knapp. Drin. Aktueller Punktestand: Sebastian 10, Jay 8, Peter 10 und Dennis 8. Nice. Und jetzt kommen wir zum Begriff von Jonathan. Okay. Bis gleich. Okay. Jetzt bleiben wir mal hier. Na, da bin ich mal gespannt. Wir haben einen, also neben dir absolut einen Spezialisten dafür, das ist Dennis. Und der Begriff ist Zahnarzt. Okay. Alles, was dazugehört. Zahnarzt. Das heißt, Arzt und Zahn zählt, Zähne, sowas zählt halt, glaube ich, nicht, ne? Ja, wieso nicht? Ja, weiß ich halt nicht. Hätte ich jetzt gesagt, also Zahn, also ich meine, ist ja die Frage, wenn du dann Zahnarzt sagst, hast du weil das, wenn du Schmerzen beide? Kommt, ist Zahnschmerzen zählt dann auch dazu? Also wenn du jetzt Schmerzen nimmst und jemand sagt Zahnschmerzen, dann lasse ich das zählen, weil das ist ja das. Ja, Schmerzen ist gut. Schmerzen ist ein guter Begriff. Dann ja Wurzelbehandlung. Wurzelbehandlung. Ja. Ah, nee, wir machen Wurzel und Wurzel? Behandlung. Und Behandlung. Obwohl. Ah, scheiße, das ist ja schon wieder Kacke. Schmerzen. Halt Kacke. Im Zweifel hast du 2 abgedeckt. Da wir heute Wurzel, in der Gönnerrunde sind, würde ich sagen. Behandlung. Okay. Das ist nicht so leicht. Was macht man denn? Man macht immer eine Kontrolle. Ist das eine Vorsorge? Prophylaxe. Prophylaxe, aber ja. Ist schon. Karies? Karies. Der Torwart von Union Berlin quasi. Schmerzen. Karies. Boah, Alter. Bohren? Bohren. Würde dann Bohrer auch zählen? Ich glaube, so habe ich das immer zählen lassen. Ja, ja, Bohrer. So, dann.
Also aktuell sind wir bei Schmerzen, Wurzel, Behandlung, Karies und Bohren oder Bohrer. Weiß nicht, nimm an, vielleicht. Ja, aber zwei Zahnarzt, da kann ich ja nicht. Also. Angst? Wir werden schon Zähne sagen. Zähne. Zähne, ja. Zähne. Macht man sonst beim Zahnarzt? Zähne. Ja, deswegen. Also, Angst, ja, Angst finde ich gut. Das sind nur, ne? Musst du nicht nehmen, aber. Nee, Angst finde ich gut. Was habe ich denn so mal beim Zahnarzt? Wenn ich da hingehe, dann kontrolliert er das, guckt da rein mit seinen Instrumentchen und. Überlegt die ganze Zeit sowas wie Zahnstein. Ja, soll man sich ja auch wegmachen lassen. Ja. Ist die Frage. Zahnseide gibt es noch. Da sagen die immer, ist ihre Zahnbürste auch elektrisch? Das kommt auch jedes Mal die Frage. Ja, das haben sie nie gefragt. Die sind jedes Mal dran so und jeden Abend, zweimal am Tag, morgens und abends benutzen sie da auch die Zahnseide, damit sie immer sagen, nee. Okay, was gibt's denn noch? Was macht man noch beim Zahnarzt? Also, man lässt sich Karies entfernen. Ja? Dann gibt's Wurzelbehandlung. Dann gibt's, ich nenn's Weisheitszähne möchte ich auch noch speziell haben, weil vielleicht hat irgendwer die sich gezogen. Warte mal, wie schreibt man das denn? Das hatten wir keine Ahnung, wie man das schreibt. Mit scharfem S, oder? Weisheitszähne oder Zahn ist ja schon. Schmerzen, Wurzel, aber. Behandlung, Karies, Bora. Zähne, Angst, Weisheitszähne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sonst, was ist denn, wird Christian? Ja, das ist ein Doktor. Doktor. Also sonst haben wir noch hier Löcher in den Zähne und Betäubung. Betäubung. Eigentlich Löcher in den Zähne? Was ist mit Löcher in den Zähne? So Karies oder nicht? Ja? Ja. Oder was meinst du mit Löcher in den Zähne? Da kriegst du ja noch so eine Blombe. Blombe sagt man da gar nicht mehr zu, oder? Krone, Füllung. Füllung finde ich gut. Füllung. Aber was willst du dafür rausschmeißen? Du bist bei 10. Ja, also, ich mach Füllung und dafür nehmen wir. Bei Peter war das eben fatal. Der hat irgendwas rausgekriegt. Nee, ich lasse es. Scheiß auf Füllung. Füllung. Ich glaube, okay. Ist okay. Wir gehen mit Schmerzen oder alles, was Richtung Schmerzen geht. Zahnschmerzen, ja. Auerschmerzen, Kopfschmerzen, ist mir egal. Ja. Wurzel, Behandlung, Karies, Bohren oder Bohrer, Zähne, Angst, Weisheitszähne. Wenn du Weisheitszähne sagst, dann hast du auch schon wieder zwei. Nice. Doktor und Betäubung. Warte mal, stopp mal, bevor du ziehst. Mach mal lieber Wurzelbehandlung in einem. Mhm. Und Füllung. Wurzelbehandlung und Füllung. Ja, ist mir lieber. Weil ich glaube, du sagst nicht Wurzel. Oder Zahnwurzel. Sondern man sagt Wurzelbehandlung. Ja, das stimmt. Wenn du auf Wurzel kommst, kommst du eigentlich auch direkt auf die Wurzelbehandlung. Du fragst dich ja nicht, wie das heißt. Ja. Yeah. Da gebe ich dir recht. Also, Schmerzen, Wurzelbehandlung, Füllung, Karies, Bohren, Bohrer, Zähne, Angst, Weisheitszähne, Doktor und Betäubung. Okay. Fangen wir erstmal gemächlich mit Sebastian an, bevor unser. Wobei Dennis, oh Gott, Dennis wird einfach der Kopf explodieren. Erstmal bei Sepp. Sebastian! Ja, hallo! Jonathan hatte einen Begriff. Mhm. Und den kennen wir alle. Der eine vielleicht South mehr Park als der kannten andere. Wir auch alle. Der eine vielleicht mehr als der andere. Der eine mag das auch vielleicht mehr als der andere. Oder beziehungsweise geht er lieber hin. Dein Begriff, wenn du fertig bist, ist, und die 45 Sekunden laufen, ist Zahnarzt. Zahnarzt, Vorsorge, Zähne, Blombe, Brücke, Füllung, Loch, Bohren, Saugen, Spritzen, Spiegel, Licht, Assistentin, Zahnarzt, Arzt, Maske, Operation, Weisheitszähne, Backenknochen, Schneidezähne, Schmelz, Zahnstein, Karies, was kriegt man noch alles? Loch hatten wir schon, Zahnspange, ja. Das war's. Das waren deine 45 Sekunden. Wenn ich mal so gucke, solide Runde. Also,
Hoffe ich. So. Dann notieren wir. Habe ich eigentlich immer notiert? Ich hoffe ja. Da habe ich. Okay. Dann. So, jetzt kommt unser Doktorkind. Kommen wir mal zu Dennis. Ja. Hi. Hi. Jay hatte den Begriff. Ja. Zeit läuft, sobald ich dir den Begriff sage. Bist du bereit? Hard ready. Okay, pass auf. Der Begriff... Moment, ich hab die Zeit noch nicht. So. Der Begriff von Jay war Zahnarzt. Zahnarzt ist Schmerzen, Füllung, Keramik, Amalgam, Zahnarztassistentin, Assistentin, Zahnärztin, Licht, Blende, Spiegel, Piekser, Zahnseide, Zahnbürste, Prophylaxe, Prophylaxum, prophylaktisch, was gibt's noch? Zahnschmerzen, Nerven, Betäubung, Betäubungsmittel, Weisheitszahn, Zahn, Zahnschmelz, Zahnstein, Karies, Zahnkaries, keine Ahnung, ob es das gibt. Stein, glatt, Anspitzen, Kosmetik, Sand, Angst, Furcht, Schrecken, teuer, günstig, Zahnersatz, ja. Ersatz. Das war's. Holy shit! Du musst erstmal hinterherkommen, mein Bram. Hab ich hier gesagt, wenn er einmal loslegt, geht los. Also, da Bram auch viel beim Zahnarzt war, der konnte auch viel erzählen jetzt, glaube ich. Da lief auch besser gefühlt als bei South Park. Ja, ich muss gerade noch mal kurz abgleichen. Kurze Off-Frage. Mhm. Jay, war da was Richtung Bohren? Nee. Ja. Nee, ne? Ja. Nee. Meine hätte Bohren gesagt. Weiß ich nicht. Hab ich Bohren gesagt? Bin mir aber auch nicht sicher. Ich weiß nicht. Okay, dann nicht. Ich hätte jetzt getippt nicht. Aber wenn du auch erst sagst, nicht. Okay, dann kommen wir noch zu Peter. Peter ist last but not least. Da ist er. Peterchen. Jawohl. Peterchen. Auch du hast 45 Sekunden Zeit, dich zu Jonathans Begriff zu äußern. Okay. Bist du ready? Ja. Okay. Jonathans Begriff war Zahnarzt. Okay. Zahnarzt, Zahnschmerzen, Wurzel, Wartezimmer, Zahnarzthelfer, Zahnarzthelferin, Lolli, Süßigkeit beim Rausgehen, Zahnarztstuhl, Mundspülung, weißen Zähne weiß machen, Wurzelbehandlung, Dennis Brammen, Schmerzen, was benutzen Zahnarzt? Sauger, teuer, reich, Termin, Kittel, weiß, Krankenhaus. Okay. Ich finde das geil, dass du beim Zahnarzt erstmal nach auf Süßigkeiten abdriftest. Euer ja, Reich fand ich auch. Der hält einfach seinen Job am Leben, indem er dir direkt wieder Bonbons gibt. Reich fand ich auch sehr gut. So. Ganz schön fieses Vorurteil, oder? Dass Zahnärzte gut verdienen. Als Arzt verdienst du so oder so doch. Ja, schon. Aber reich und teuer. Also teuer. Ja, für Krankenkassen. Naja, ist ja nicht bei jeder Krankenversicherung alles immer mit alles drin. Und wenn du, dann halt, so die geilere Zahnersatz haben willst, musst du halt sehr viel Geld in die Hand nehmen. Boah, Peter, ey, weißt du, hab ich zu Jay noch gesagt, weißt du, wenn dann sagst du Wurzelbehandlung, wenn du auf Wurzel kommst du auf Wurzelbehandlung. Er hat Wurzelbehandlung gesagt. Ich weiß, aber er ist wieder so Wurzel. Ich denk mir so, nein! Aber eine Wurzelbehandlung rausgehauen. Ja. Also, kommen wir mal zu Jays Begriff. Jays Begriff Nummer 1 war Schmerzen oder Schmerz. Da war Dennis dabei, da war Peter dabei. Ich gehe da immer nur zum Reinigen hin. Ich hab zum Glück, ich will mich nicht beschweren, aber... Glück gehabt, aber jetzt gerade mal nicht. Ja. Die Wurzelbehandlung. Die hatte Peter. Wait, habe ich die bei Dennis nicht weggestrichen? Nee, der hatte auch keine. Der hatte die gar nicht. Keine. Sebastian, obwohl er schon 5000 welche hatte. Ich hatte keine 5000. Ja, aber der hatte jetzt, also bei hatte Dennis zwei. Der hatte auch. Oh mein, ja, Gott, aber du nennst sie nicht, weil ich halt dachte, du hattest eine und nennst mir die. Ja, Peter hat die genannt, ist doch okay. Peter hatte die Wurzelbehandlung.
Peter ist aber der, der keine Punkte geholt hat. Oh, echt? Ich dachte, Peter wäre voll Füllung. Gut. Ja, Dennis hat sogar Füllungen aufgezählt, unterschiedliche, die du da reinmachen alle. Lassen kannst, von Keramik, Amalgam und keine Ahnung was. Aber Füllung hatten Sepp und Dennis auf jeden Fall. Mhm. Karies. Captain Karies hatten Sebastian und Dennis. Begriff 5 war Bohrer, Bohren, irgendwie alles, was in die Richtung geht. Das hatte Sebastian, ne, der Techniker, hat natürlich den Bohrer nicht vergessen. Klar. Bei Dennis, da war der Sauger, der hatte auch Peter und weißt du, wo du die ganze Spucke mit absaugst und so eine Scheiße. Aber der Bohrer, der fehlte da irgendwie. Dann hatten wir den nächsten Begriff und der war 10 von 10. Zahn oder Zähne. Das hatte Sebastian, das hatte Dennis. Und Zahn hatte auch Peter. So. Angst war Begriff Nummer 7. So, manche haben ja Angst vom Zahnarzt. Ja. Außer Sepp. Ja. Dennis hat Angst. Peter hatte auch keine Angst. Die sind noch so. Gehen gerne dahin. Begriff 8 waren die Weisheitszähne. Oh, da war Sepp wieder dabei. Und Dennis auch. Hat aber Peter nach Scheiße gesagt? Weil ja, Peter, ich dachte, ich hätte das nicht genannt. Doch, das hat er gesagt. Doch, du warst dabei. Bei Peter, der war zwar bei Weißen, aber der war so bei Aufhellen. Ja, ja, der war beim Bleachen. Beim Bleachen, genau, so heißt das. Aber nicht bei Weisheitszähnen. Begriff 9, da war ich nicht gönnerhaft. Der war Doktor. Da haben aber alle Arzt gesagt. Ja. Aber das ist zwar das Gleiche, aber der Begriff geht nicht mal in die Richtung. Also, das habe ich bei keinem gehört. Die Helferin, die war vor allem. Ja, ohne Scheiß, die Zahnassistentin. Die Assistentin. Warum jedes Mal die Assistentin nennen? Die hat alle dabei. Die scheint mal heiß zu sein. Weil die war als erstes eingefallen. Ja, ja. Ja, die du warst dann noch am entspanntesten. Die war nicht dabei, denn Begriff Nummer 10 war die Betäubung. Und die habe ich bei Dennis gehabt. Dementsprechend gibt es für Sebastian 5 Punkte. Ah, doch, so viel geil. 6 Punkte. Und für Peter 3 Punkte. Das heißt, Jay geht aus dieser Nummer auch mit 6 Punkten raus. Und bevor wir zum letzten Normalrundenbegriff, sag ich mal, kommen, sind wir bei Sebastian mit 15 Punkten, Jay mit 14 Punkten, Peter mit 13 Punkten und Dennis mit 14 Punkten. Also alles noch super nah beieinander. Ja. Und wer mir noch fehlt, ist natürlich Dennis. Jo, bis gleich. Bis gleich. Das ist ja jetzt eine schöne Position, weil ich ja jetzt auf jeden Fall die Maximalpunktzahl von den einem der Leute kriegen werde. Das ist vollkommen richtig. Das ist ja mein Begriff. Hauptsache nicht von Sepp. Dein Begriff ist Anno. Anno? Ja. Okay, Anno. Da gehen wir auf jeden Fall mit Anno 1800. Anno 1800. Dann gehen wir mit Ubisoft. Da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Dann gehen wir auch mit Blue Byte. Dann gehen wir auch mit Blue Byte. Ich gehe auch noch mit Anno 1404. Jo. Ah. Ich werde da einige Zahlen rausgehauen. Mal gucken, ob das immer 9 sind. Ich gehe mit Brammen. Gehst du mit Bram? So, damit haben wir 5, wa? Ja. Jetzt die Frage. Gehen die Anno-Titel durch mit den Nummern? Einer davon reicht mir ja, wenn der das tun würde. Das Jay würde ich da zutrauen. Ja. Aber nennt der alle? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, man sollte sich nicht zu viel versteifen. Okay, was gibt's denn noch? Auf jeden Fall ein Spiel. Spiel. Also Videospiel, Spiel, so die Richtung, ne? Genau, die Richtung, lass ich beides zählen. Videospiel, Spiel. Ja, dann, wie wäre das bei Game? Ja, ich bin gerade überlegen, Games, aber gehen die ins Englische? Also, nee. Also Game würde ich bei Videospiel oder Spiel aber nicht zählen lassen. Nee, aber ich bin gerade überlegen, das noch als eigenständigen Begriff zu machen. Sagt einer Spiel, Game, Anno 1800, weißt du, so geht er da so durch. Ja, also das ist immer schwierig. Also wenn dann einer abdriftet in, keine Ahnung, Strategiespiel oder so, ich meine, da ist auch Spiel drin, würde ich auch zählen lassen, ne? Und fängt dann an, Kategorien aufzuzählen, dann ist immer schwierig. Ja, das ist auf jeden Fall. Warenwirtschaft ist halt glaube ich, zu abstrakt, auch wenn das so ein Warenwirtschaftsspiel ist. Strategiespiel wäre abgedeckt, also, boah. Ja, aber Strategie nicht.
Ja, aber Strategie nicht, ja. Aufbau. Aufbau, ja, Mann, das ist ja eine Aufbausimulation. Genau, Aufbau nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Dann würde ich sagen, gehen wir noch. In welche Richtung könnten die noch gehen? Ah, richtig schwer, ey. Ich glaube, die haben das alle nicht so viel gespielt, zumindest nicht so viel wie ich. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob die da. Schiff. Schiff. Ja, Schiff kennt und jeder. Inseln. Schiff und Insel. Ja, jetzt haben wir 8? 9. Haben wir sogar schon. Anno 1800, Ubisoft, Blue Byte, Anno 1404, Brammen, Videospiel oder Spiel, Aufbau, Schiff und Insel. Und dann nehmen wir als letztes. Boah, könnten die Leute noch machen. Das muss schön allgemein sein, weil die Leute haben Anno nicht so gespielt. Also. Wenn du noch, also ich meine, ganz weit hergeholt wäre irgendwie so, weiß ich nicht, DCP oder Simulation noch mal für die Kategorie. Ja, ich dachte gerade so, ich tendiere gerade irgendwie so zu Waren, wenn die als Spiel bestehen. Waren oder Güter, aber da weiß ich nicht, welches Wort man eher nutzt. Was würdest du eher sagen, Waren oder Güter? Ich würde, glaube ich, keins von beiden nutzen. Wenn du Anno beschreibst, nicht? Wenn ich Anno beschreibe, dann ist. Dann würde ich, glaube ich, Sachen. Eher Waren sagen. Oder ich sage. Oder Handel. Handel finde ich gut. Handel, wir nehmen Handel noch. Okay, Handel. Und dann haben wir sie. Dann haben wir folgende Begriffe. Anno 1800, Ubisoft, Blue Byte, Anno 1404, Brammen, Videospiel oder Spiel oder sowas, Aufbau, Schiff, Insel, Handel. Wunderbar, ab dafür. Okay. Game zählt aber nicht zu Spiel. Soll ich noch kurz warten? Ja, ich warte kurz. Nee, ich nicht. Also soll ich noch kurz warten? Nee, ab dafür. Achso, ich dachte, der Postmann oder so ist bei dir. Nee, der Postmann, der hat einen Schlüssel. Okay. Dann beginnen wir mit Jonathan. Hallo? Oh. Der darf auch mal anfangen. Das war mitten im Gespräch, nur plötzlich verändert sich Peters Stimme in Christians. Ja. Ich war verwirrt. Das war komisch, das hat ja gut gepasst alles. Also, so. Tut mir leid oder gern geschehen. Kannst ja, alles gut. Ja, immer also. Gern geschehen. Dennis hatte 10 Begriffe. Deine Zeit läuft, sobald ich diesen Begriff sage. Und 45 Sekunden. Bist du bereit? Ja. Der Begriff von Dennis war Anno. Uff. Ubisoft, Schiffe, Inseln, Kakao, Holz, Stein, Eisen, Bürger, Bauern, Landwirte, Handwerker, Adel, Speicherstadt, DLC, Anno 1800, 1802, 1402, 1596, keine Ahnung, welches gibt. Bausimulation, Städtesimulation, Städteaufbau, Simulation, Aufbau, Aufbauspiel, Holzbau, Wege, Stopp! Hafen. 1596 hättest du mal nehmen sollen. 1596 hätte ich nehmen sollen. Ja, Alter, was weiß ich, wie die. Das ist halt super schwer, die Spiele, Alter, auseinanderzuhalten dort. Aber 1596 finde ich trotzdem lustig. Boah. Aber die war nicht schlecht, die Runde von Jay. Gucken wir mal, ob Peter das besser macht. 1402, 1596. Das ist ja wie Beverly Hills. 14, das ist ja wie Fußballverein. Anno 1596, da spielen wir nächsten Samstag gegen voll die Arschlöcher. Als nächstes kommt Peter. Da ist er schon. Hi. Hi. Auch du hast 45 Sekunden, selbstverständlich. Bram hat den Begriff gehabt, ja. Das ist vielleicht immer eine wichtige Info. Und deine Zeit läuft. Und der Begriff war Anno. Okay, Anno 1404, Anno 1702, Anno 1800, Anno 1603, Strategiespiel, Aufbaustrategie, Neue Welt, Ubisoft, Blue Byte, Sunflower Games damals, Deutschland, deutsches Videospiel, Computerspiel, Handeln, Optimieren, Insel, Bevölkern, Bauen,
Handelsketten, Warenketten, Waren, Lager, Schiffe, Schifffahrt. Ende. Bilder, Junge! Boah! Okay. Peter, Alter, boah! Das war scheiße. Krass. Das war richtig kacke, ja. Okay. Und mal Sebastian. Jetzt hör doch mal auf hier jedes Mal. Ey, kann ich nicht mehr haben. So. Sebastian! Ja! Die letzte Runde von den normalen Begriffen. Den Begriff hatte Brammen. Und deine 45 Sekunden laufen, sobald ich dir diesen Begriff sage. Und der Begriff. Bist du bereit? Ich bin bereit, ja. Okay, der Begriff war Anno. Anno 1800, 1604, 1406. Boah, scheiße, wie gingen die denn alle? Aufbauspiel, Strategiespiel, Kontor, Straße, Fischer, Marktplatz, wie heißen die? Ingenieure, Bauern, wie heißen die denn alle? Aristokraten und so. Anno. Schiff, Handelsroute, Insel, Meer, Story, Kampagne, Brammen, Farm, Rohstoffe, Wirtschafts. Wobei. Ja. Puh, das war. Da kommen wir nochmal ein bisschen was. Also, die doch irgendwie erst schwere Kategorie, wo Bram sagte, boah, lass mal so allgemein bleiben wie mehr, wie möglich. Also Jay und Sepp sind teilweise sehr detailliert geworden. Ja. Fuck. Gehen wir mal die Begriffe durch. Da habe ich das Spiel viel zu wenig gespielt. Begriff Nummer 1 von Dennis war Anno 1800. Den hatten alle. Und das sind immer 9. Also, ne, weil 1596 und 1406 und keine Ahnung was, aber... Ich meine, ne, man hat ja nicht viel Zeit. Also das jetzt zusammenzurechnen, macht natürlich keinen Sinn. Aber Anno 1800 hatten alle. Der zweite Begriff war Ubisoft. Den hatten Jay und Peter. Blue Byte hatte Peter. Anno 1404 hatte Peter. Sepp hatte 1406. Ach, Kacke. Ich hatte 1402, glaube ich. Ja. Brammen hatte nur Sebastian. Oh. Videospiel oder hast. Spiel oder... Ich habe alles mit Spiel mal genommen, hatte jeder. Aufbauspiel, also Aufbau, ne? Hatte jeder. Schiff hatte jeder. Insel hatte jeder. Handel hatten Peter und Sebastian. 6 Punkte bei Jonathan zähle ich. Bei Sepp zähle ich 7. Bei Peter habe ich kurz gedacht, wir sind fertig, bevor die Zeit abläuft. Oh. Er hat 9. Na, dem fehlt nur Bram. Dem fehlt nur Bram. Schade. Ganz krasse Runde von Peter. Wow. Ja, das war richtig sick, Scheiße. Junge, weißt du, ich habe hier mit meinen Fingern mitgezählt. Und dachte mir so, Alter, krass. Was passiert hier gerade, weißt du? Krass. Und nur noch so, Aufbau, Schiff, Insel, Handel. Ja, ich so, ja. What the fuck? Das ist auch so, Alter, liest der jetzt ab, oder was? Krass. Aber starke Runde eigentlich von allen. Und wir gehen damit in die Finalrunde. Und zwar mit der folgenden Punktzahl. Und wir sind immer noch nah beieinander. Sebastian, 22 Punkte. Jonathan, 20 Punkte. Peter, 22 Punkte. Dennis, 23 Punkte. Also jeder hat 20 Punkte erreicht vorm Finale. Ich glaube, das ist auch nicht so häufig. Okay. Ist schon in Ordnung. So, damit kommen wir zur finalen Runde. Okay. Also, wir haben heute das Oberthema Star Wars. Das wird sehr krass. Ich habe versucht, es leicht einfach zu halten und also einfache Begriffe zu nehmen, denn ich glaube, den Jungs wird der Kopf ein bisschen platzen. Und die Begriffe dazu sind Lichtschwert. Da lasse ich auch kein Laserschwert gelten oder Lightsaber oder whatever. Lichtschwert. Darth Vader. Sith. Jedi. Han Solo. Todesstern. Und in neuen Sachen musste man auch was nehmen. Kylo Ren, BB-8, aber dann natürlich noch Classic, Old, Obi-Wan Kenobi und nicht der alte Ben oder Obi-Wan. Obi-Wan Kenobi will ich hören. Ich hoffe, das kriege ich so hin. Oh, und dann gibt es noch die Serie Klonkrieger. Ja. Also, da kann man 3 Milliarden Sachen nehmen. Ich
Aber ne, das ist auch so ein bisschen die Aufgabe. So. Dann gucken wir mal. Okay. So. Also, ihr habt gleich 2 Minuten Zeit. Und die Reihenfolge ergibt sich so ein bisschen aus den Punkten. Jay, dann Sebastian, dann Peter und dann Dennis. Mhm. Ja, weil ich meine, hier Sepp und Peter sind halt punktgleich, aber ich habe einfach gesagt, Sepp ist eher erst da. Wer den Begriff zuerst nennt, kriegt natürlich den Zuschlag von einem Punkt. Ihr habt 2 Minuten Zeit. Und kannst du die Reihenfolge vielleicht noch kurz aufschreiben? Die kann ich kurz in TS. Sonst verballere ich das bestimmt. Ja. Nice, danke. Oh. Gut. Eine Sache noch. Als Beispiel. Wären wir in der Kategorie World of Warcraft. Mhm. Und ich hätte aufgeschrieben Krieger. Mhm. Und es sagt jemand Warrior. Mhm. Dann zählt das nicht. Ich hätte dann schon gerne den jeweiligen Begriff. Okay. Ja. Und ich kann euch sagen, wir sind im Deutschen. Ja. Okay. Okay. Dann lasst euch mal den Kopf platzen. Die 2 Minuten laufen, sobald ich den Begriff gesagt habe. Wie gesagt, Jay beginnt. Jeder einen Begriff. Ihr dürft natürlich gerne weiter sagen, wenn euch irgendwie nichts einfällt. Ja. Und euer Thema ist Star Wars. Jedi. Todesstern. Han Solo. Lord Vader. Lichtschwert. Sith. Raumschiff. Skywalker. Yoda. Imperator. Tatooine. Millennium Falke. Palpatine. Anakin. Laserschwert. Coruscant. Windu. Leia. Rückkehr des Königs. Die Macht. Harrison Ford. Sturmtruppe. Weiter. Weiter. Tatooine. Raumschiff. Krieg der Sterne. George Lucas. Coruscant. Podracer. Weiter. Steven Spielberg. Naboo. Jedi Knight. Der Imperator schlägt zurück. Computerspiele. Jar Jar Binks. Fuck, den wollte ich gerade nehmen. Weiter. Eine neue Hoffnung. Boba Fett. Obi-Wan Kenobi. Rebellen. Weiter. Jango Fett. Qui-Gon Jinn. Weiter. Disney. Sith. Legends. Cantina. Weiter. Disney Plus. Marvel. Mandalorian. Die Rückkehr der Jedi-Ritter. So. Serie. Imperium schlägt zurück. Kino. Weiter. VOD. Dunkle Bedrohung. Film. Weiter. Weiter. Krieg der Sterne. Laser. Steven Spielberg. Weiter. Laserschwert. Weltraum. Weiter. Kylo Ren. Ionenblaster. X-Wing. Intro. T-Fighter. Sturmtruppler. AT-AT. Text. Lichtgeschwindigkeit. AT-ST. Verdammt, das wollte ich auch weiter. 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 Speeder. Ende. Boah, mir fiel fast immer eins ein. Alter Schwede, ey. Mark Hamill. Verdammte Kacke, Alter. Du weißt Mark Hamill. Ja, also die Rückkehr des Königs fand ich auch schön. Alter, ich bin auf die Scheiß Diesel gekommen. Ich bin ausgerastet. Ich hab sogar ein bisschen mehr Zeit gehabt, muss ich zugeben, weil ich hab gefettfingert und hab daneben gedrückt. Ah, okay. Ich hab gefragt, was ist das für eine lange Zweifel? Ey, die zweite Sache, ich muss mir das im Video angucken. Okay, also ihr habt rausgefeuert am Anfang. Es gibt ja 1000 Sachen zu Star Wars, die man sagen kann. Ich habe versucht, es ein bisschen leicht zu halten, aber ne, fangen wir mal an. Begriff Nummer 1. Kam direkt am Anfang Lichtschwert von Jonathan. Hab mir gedacht, nachdem also du gesagt hast, deutsche Begriffe sollte man am Anfang, die erste Runde kann ich jetzt schon spoilern. Der erste Begriff, den jeder gesagt hat, war dabei. Belassen. Also, Jay fing an mit Lichtschwert. Dann Sebastian, glaube ich, mit Sith. Ja. Wir gehen mal die Begriffe weiter durch. Lichtschwert hatte Jay.
Vader hatte Dennis. Jedi als erstes. Sith hatte Sepp, ja, oder Jedi. Sith hatte Sebastian, Jedi hatte Jay, Han Solo hatte Peter, Todesstern hatte Sepp, Kylo Ren hat Dennis irgendwann rausgehauen. Ich dachte mir bei zwei Begriffen, da muss irgendwas von den Neuen rein. Deswegen habe ich noch BB-8 mit reingenommen, den hat aber keiner. Mm. Obi-Wan Kenobi hat Jonathan noch gehabt. Und dann gibt es noch eine Serie Klonkrieger. Also, das war das nicht Legends, Alter. Oh, nein, die hatte keiner. Wie kann Klonkrieger machen? Aber dann hat jeder Punkte gemacht. Und zwar. Jonathan am meisten. Also, ja, Jonathan hatte 3 Punkte. Und mit 23 Punkte. Rückstand. Sebastian hat gemacht 2 Punkte. Kommt damit auf 24 Punkte. Peter hatte 1, kommt damit auf 23. Und Dennis hatte 2 und kommt damit auf 25 Punkte. Boah, ist das eng. Demnach haben wir heute 25 Punkte für Dennis. Der krass. Gewinnt die Ausgabe von 10 gegen Willi. Sebastian mit 24 Punkten. Und Jay und Peter jeweils 23 Punkte dahinter. Das war close mega heute. Knapp, ey. Aber wirklich. Ja. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Und das war's für heute mit 10 gegen Willi. Vielen Dank fürs Zuschauen und einen wunderschönen Tag noch. Macht's gut. Tschüss. Ciao.